Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld. Ja, ich bin immer noch etwas traurig, dass das jetzt, wie das so eskaliert ist. Letztendlich ist der Ambass gestorben. Ich muss mal gucken, wer denn jetzt kochen kann. Ja, Komboa kann noch kochen. Okay, das passt eigentlich. Fakt ist, ich brauche jetzt dann Holz. Fakt ist auch, ich habe noch 3 Leute für Feldarbeit. Und ich denke, ich brauche das ja nicht mehr. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht mehr brauche. Ich will auch das hier weg haben. So. Als nächstes, das wollte ich ja schon seit 2 Folgen eigentlich machen. Ich brauche immer noch Stahl, deswegen mache ich es noch nicht. Ne, pass auf, ich mache das jetzt trotzdem. Und zwar, ich brauche eine Überdachung. Weil ich möchte gerne Stromkabel da reinlegen. So, dafür brauche ich 175 Stahl und 3 Bauteile. Wie viele Bauteile habe ich noch? Gar keine wahrscheinlich. 20 mal essen. Keinerlei Bauteile. Doch, ich habe 25 Bauteile, das ist okay. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich fasse halt immer noch nicht. Wisst ihr, so schnell kann es halt einfach gehen. Warum macht denn die hier so eine Scheiße? Mit beschissenen Hosen bauen. Produzieren. Dann macht deine scheiß Hose und alles gut. Komm, produzier. Mach das jetzt und fertig. Mach das jetzt. So, danke. Die Trombos habe ich natürlich nicht. Habe ich natürlich nicht gefangen oder mit der was gemacht. Ist der Trombo noch da? Ja, der Trombo ist noch da. Ist Löwenzahn. Ich könnte, ja, aber ich mach's nicht. Sonneneruption. Alle elektrischen Geräte nicht bedienbar. In einem Tag wieder vorbei. Schön. Eine Vorratskapsel mit Klarstahl. Okay, das kann ich abholen. Mann, ey. Leute, Leute, Leute. Ja, das ist natürlich auch suboptimal, deswegen muss ich das wieder abreißen, den Herd. Ich brauche wahrscheinlich einen Holzofen trotzdem. Ja, ich brauche trotzdem einen Holzofen, weil wenn tatsächlich das jetzt so wie jetzt ist und ich natürlich jetzt kein Holz nicht habe und so, okay, ich habe jetzt wieder Reis und alles. Wenn wieder eine Sonneneruption ist, wollte ich sagen, dann muss ich hier natürlich aufpassen. Ja. Wie sieht's denn eigentlich mit meinen... Drücktes Tier. Wirklich? Ein Eichhörnchen? Ein verrücktes Eichhörnchen? Also ganz ehrlich, von dem verrückten Eichhörnchen habe ich eigentlich keinen... Beim verrückten Eichhörnchen habe ich eigentlich keinen Bauchschmerzen. Alter... Willst du mich jetzt verarschen? Das ist ein beschissenes Eichhörnchen. Hau das Eichhörnchen auf den Kopf, ey. Riesling ist rasend vor Wut. Ach, Mann. Komboa Verwirrung. Zurückgewiesen vom Gorilla. Wenn das dein einziges Problem ist, dann weiß ich nicht mehr. Sonnensturm ist vorbei. Okay, wenigstens etwas. Alter, der hat auch noch eine Waffe. Der hat auch noch eine beschissene Waffe. Komm, krieg dich wieder ein, Junge. Chekhov hat sie vollständig erholt. Mein Hund, okay. SI, Risikozusammenbruch schwer. Warum? Trägt zerrissene Kleidung. Dann zieh dir halt mal was anders an. Alter Schwede. Muss ich den... Kann ich den nicht Outfits irgendwie machen? Okay, meinetwegen. Outfit löschen. Anything. Alles löschen. Ich habe keine Ahnung. Lutist. Anything. Genau, schließen. Heilige Mutter, ja, so schnell kann der Scheiß einfach mal alles vernichten. Alles. Alles.
Okay, wie sieht's denn aus? Kann ich denn irgendjemand anfunken? Hoppla. Funktioniert das? Kann ich das benutzen? Rote Dinosaurier, Theodio und Choretes. Okay. Grüne Elefant Nokodor. Grüne Elefant. Choretes Souverän Fraktion. Dann kontaktiere die doch mal. Fordere eine Handelskarawane an 600 Silber. 600 Silber. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und zwar kein Großhändler, einen Piratenhändler. Pass auf, ich nehme einen Piratenhändler. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich den Trumpet verkaufen werde. Weil ganz ehrlich, der hat so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er zu mir kommt, dass es wahrscheinlich nie passieren wird. Was los? Wer hat da? Was ist hier los? Wer greift hier an? Oh, was ist denn los? Hallo? Hallo? Der arme Jacob. Alter, der Riesling. Wie lange dauert denn der beschissene geistige Zustand noch? Tod in 21 Stunden. Linke Hand abgerissen. Alter, jetzt reicht's. Ganz ehrlich. Mein Gott, ey. Ein Drama. Ein unfassbares Drama. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ja, das ist mir schon klar. Könnt ihr ihn bitte jetzt behandeln? Oder wollt ihr nicht? Ihr wollt nicht. Gut, ja, wenn ihr nicht wollt, dann ist es ja in Ordnung. Pass mal auf, ich lösche das jetzt auch, denn ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich. Und hier werde ich die Zone hier entfernen. Und werde meine Anbauzone, glaube ich, hier erweitern. Genau. Das werde ich tun. Dann habe ich hier wenigstens ein bisschen Wald. Hier die Kartoffeln, die können da wachsen, meinetwegen. Riesling, Drogo, Ziroa, Gorilla, alle sind sie am Durchdrehen. Alle sind sie am Vollnerven. Also Punkt Nummer 1, ich muss jetzt echt das hier einstellen. Und dann sollen die erstmal anfangen, hier alles sauber zu machen. Ist jetzt behandelt? Ja. Linke Hand abgerissen. Macht es einfach kurz sauber, dann seid ihr alle wieder happy halbwegs und dann ist gut. Wegtragen. Mann, ich bin immer noch traurig. Der Ambass ist gestorben, der Riesling ist gestorben. Und auf einmal mach aus 8 oder aus wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aus 10 mach 8, ja. Ist einfach mal 2 weniger. Holz habe ich auch keins mehr, deswegen habe ich keinen Strom. Meine Windturbine reicht offensichtlich nicht, um alles zu speisen. Ja, okay. Kann sein. Kann sein. Wenigstens Mechanik gleich fertig. Es ist einfach... Wir sind auf eine Goldader gestoßen. Oh, welche Überraschung. Habe ich denn irgendeinen, der noch Nahkampf kann? Der Drogo. Riesling, Kompor, Ziroa. Pass mal auf. Nochmal eine zusammengebrochen. Wurde verachtet. Wie wurde verachtet? Alter, was wollt ihr? Wollt ihr mich jetzt verarschen eigentlich? Droge ist eine Infektion. Infekt ist am ganzen Oberkörper. Okay, Droge muss sofort auf die Krankenstation. Sofort. Sofort. Schlaf ist vollständig geheilt. Sonnenfinsternis auch.
wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Ja? Wollt ihr mich jetzt eigentlich echt verarschen? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr jetzt. Behandeln, bitte. Es ist extrem wichtig, dass ihr den schnell behandelt. Ja, Behandlung ist jetzt notwendig. Na komm schon. Hab ich eigentlich... Ja toll, Mechanik, ganz toll. Raffinieren brauche ich eigentlich nicht. Einen elektrischen Schmelzofen bräuchte ich eigentlich. Krankenbetten bräuchte ich. Krankenbetten, Vitalmonitor, Multianalysator, Transportkapseln. Löschschaum, geothermale Energie, Entwässerung. Geothermale Energie habe ich hier irgendwo. Hier hätte ich einen Geist hier. Und da, das ist ein bisschen weit weg. Okay, das bedeutet, das mache ich jetzt nicht. Der Multi-Analysator, würde ich sagen. Kombor ist aufgrund extremer Erschöpfung zusammengebrochen. Boah, ihr wollt mich doch alle jetzt verarschen. Das gibt's doch gar nicht. Starving Miner? I can feel my body wasting away. My stomach hurts like never before. Alter, bitte, gib ihm irgendjemand was zum Essen. Boah, ich fass es nicht. Könnt ihr bitte jetzt euch um Pflege kümmern? Egal wer. Pflegt die doch bitte einfach. Bitte, kümmert euch drum. Schläft, geht verwirrt umher. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, ja, dass das jetzt vielleicht mal ankommt. Mein Gott, ein Kolonist ist untätig. Cass, warum ist Cass untätig? Weil Cass nicht forschen kann. Warum? Ich habe doch Multi-Analysator eingeschalten. Ach so. Aber für Multi-Analysator brauche ich was anderes. Fuck. Na, dann mache ich einen Schmelzofen. Sollte ja noch funktionieren, oder? Ein sehr eindrucksvolles Esszimmer. Haha. Haha. Das ist eine Kleidung. Behandlung benötigt. Wenig Nahrung. Wie wenig... Fuck. Fuck, 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 fuck. Kann denn sonst niemand kochen? Er könnte noch kochen. Oh Gott. Also ich sag's euch ganz ehrlich. Ja, das hat mir jetzt meinen kompletten Spielstand mehr oder weniger ruiniert. Das ist so unglaublich. Ich bin absolut nicht mehr in der Lage, das jetzt hier irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich muss immer wieder schauen, dass ich den Trogor in 5,5 Stunden wieder behandle, weil sonst stirbt er eine Infektion. Er hat Nahrungsmittelmangel, den kriege ich also auch nicht irgendwie gebacken. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viel Medizin habe ich noch? Ist das alles? Nee, Medizin habe ich trotzdem noch ein bisschen was. Habe ich Medizinfeld angebaut? Heilwurzel, ja. So, Gorilla muss das jetzt machen, weil Kombor ist hier, der flackt hier immer noch. Ach, jetzt pass auf, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, ich weiß, dass Zusammenbruch extrem ist, aber was soll ich denn tun? Was soll ich denn jetzt tun? Starker Vergnügungsmangel, gestörter Schlaf, leichte Schmerzen. Und SI, was ist mit SI? Starke Schmerzen. Checkoff hat sich wahrscheinlich auch... Man, die Hunde fressen mir auch das Essen vom Kopf, ja? Hier liegt auch überall, da soll die Hunde mal arbeiten. Also seht, ich bin leicht frustriert. Ich bin wirklich sehr leicht frustriert. Ich möchte jetzt aber das jetzt auch nicht aufgeben, das zu bauen. Riesling reißt es halt einfach noch schnell ab. Und dann ist das Thema erledigt. Zack, zack.
Oh Mann. Kann denn Cass irgendwas machen außer Forschung? Charakter hier. Cass könnte Landwirtschaft machen. Vielleicht sollte ich das auch tun. Vielleicht sollte ich Cass tatsächlich. Pflege sollte ich tatsächlich ein bisschen priorisieren, egal wer das jetzt macht. Sonnenfinsternis ist vorbei, ja, wenigstens etwas. Okay, also Drogo, der Riesling braucht es eigentlich nicht machen. Genau, der kann das auch gar nicht machen. Der Komboa hat Medizin 2, der braucht es auch nicht machen. Ich habe das gerade richtig gelesen, oder? Jetzt Moment. Der Ziroa hat 5, der kann es machen. SI kann es machen. Der Blaue kann es machen. Cass braucht eigentlich keine Pflege machen. Und Gorilla braucht auch kein Medizin machen. Okay, gut. Zusammenbruch ist MSI. Trooper hat eine Krankheit bekommen. Krebsgeschwür. Dies wurde von Alkoholtoleranz. Mein Hund hat ein Krebsgeschwür bekommen. Wollt er mich verarschen? Entferne Geschwür, keine Medizin. Ach komm. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen? Mein Hund hat ein Krebsgeschwür? Wieso hat mein Hund ein Krebsgeschwür? Mein verdammter Hund hat ein Krebsgeschwür. Warum? Alkoholtoleranz? Warum hat mein Hund bitte eine Alkoholtoleranz? Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Es lief doch so gut alles. Es lief doch alles so gut. Es lief wirklich alles so gut. Ach ja. Ich habe halt immer noch kein Holz, ja. Schwere Krankheit, Togo. Oh. Habe ich das jetzt wieder versemmelt? Sagen wir bitte nicht, dass ich es versemmelt habe. Infektion 80, Immunität 79. 80, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, bitte sag mir nicht, dass der stirbt, der Drogo. 84. Ich muss ihn aber wirklich schnell dann behandeln. Wir hatten den besten Medizinwert. Ich glaube, Riesling hat nach ihm, oder? Nee. Blaue. Okay, dann muss ich jetzt schnell abwarten. Ach du Scheiße, Behandlung in 1,1 Stunde. Komm schon. Beeil dich. Oh Gott, ich schaff's noch. Ich fass es nicht. Boah, ist das knapp. 96, 97. Piratenhändler kommen Gott sei Dank. 98, 99. Wurde immun. Er hat's geschafft bei 99%. Ich fass es nicht. Ist das knapp gewesen? Unfassbar. Es ist unfassbar. Och, du heilige Mutter Gottes. Also gut. Also als erstes, ja, wird der Trumpet verscherbelt als Sklave. Das ist mir nämlich jetzt Jacke. So. Dann, meine ganzen Waren der Toten muss ich jetzt hier mal wegräumen. So, okay. Das Gold, weiß ich jetzt nicht, jetzt habe ich schon 1800, was ich da jetzt kriege. Oder 600, also hat sich noch nicht rentiert bisher. Den Kraftstoff, weg damit, ja. Brauche ich nicht. Oder? Brauche ich den? Ich mache das mal auf 0, nicht, dass ich den Ofen spüren kann. Das Syngan-Hose. Kann ich nicht verkaufen. Gold?
Oh, wie viel kann ich denn da verkaufen? Wie habe ich denn? Kann ich einkaufen? Ich möchte aber bitte verkaufen. Oh. Oh. Bis 80. Wenn ich einfach mal 75 Gold verkaufe, dann habe ich immer noch ein bisschen Plus gemacht. Haben die irgendwas dabei, was ich brauchen kann? Nix, ne? Habe ich noch Flake oder ja? Oh ja, genau, ich kann meine Drogen verscherbeln. Yay. Sehr schön, meine Drogen verscherbeln. Dann würde ich gern 4-mal Medizin einkaufen. 5-mal Medizin einkaufen. Bauteile brauche ich eigentlich nicht. Eine Lux. Was kann ich mit dem Lux machen? Intelligenz. Mittelmäßig. Was bedeutet das? Ein Lux wäre schon cool. Ist halt eine Wildkatze. Einen weiblichen, einen männlichen Lux, aber die kosten echt viel. Ach komm, scheiß die Wand an, ja. Annehmen. Haben wir ein bisschen Geld bekommen. Außerdem, Trumpet Zang ist nicht länger Häuptling von die Grünen Talkomen. Neuer Häuptling ist Exorus Huntsman Hawkey. Zusammenbruch, Verwirrung. Wurde beleidigt. Die liegen hier zusammen mit Bert und wurden beleidigt. Warum? Das ist echt, die machen mich fertig. Die machen mich fertig, wirklich. Die machen mich absolut fertig. Riesling schläft Gott sei Dank wieder in ihrem Bett. Kann jetzt allerdings auch gleich die Fernkampfwaffe wieder nehmen. Ja, Entschuldigung, du kannst dich ja wieder ausruhen. What the fuck? Mein Ehemann Amberstab. Nur eine Saison, 11 Tage. Rohe Nahrung gegessen. Ich habe halt keine Nahrung mehr. Ich habe keine Nahrung mehr. Ey, sorry, aber kann bitte mal irgendeiner jetzt kochen, bitte? Gorilla. Koch. Tragt es rein. Wo ist das? Wo ist das hier Arbeit? Ich muss das jetzt echt... Ach, Mann. Ja, also, die Folge ist eh schon wieder ein bisschen länger geworden. Das ist absolute Panikfolgen. Sind das jetzt absolute Panikfolgen? Ich muss jetzt schauen, dass ich meine Kolonie irgendwie wieder halbwegs zum Laufen bekomme. Ich brauche Stahl, um Verteidigung zu bauen. Ich brauche Holz, um zu heizen, beziehungsweise zu kühlen. Ja, ich brauche Essen, obwohl da eigentlich genügend rumliegen würde. Und ich brauche einen Koch. Und hast du nicht gesehen? Ich brauche so viel. Und irgendwie ist jetzt die Zeit verdammt nochmal viel zu knapp, um das alles einigermaßen zeitnah hinzukriegen. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht, aber diese Käferkolonie war eigentlich sozusagen schon ein Gnadenstoß. Es ist natürlich eine absolute Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Ach, na gut. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Tut mir leid, ich bin jetzt hier wirklich etwas fertig mit den Nerven. Das ganze Plaschlein-Gelumpe kann ich auch mal sein lassen. Also, macht es gut, haut da rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios und ciao, ciao.